Name ist Norman Gerke. Ich bin bei Hornbach fürs Personal zuständig, Konzernpersonalleiter. Mir wurde heute erklärt, wie ich Rollrasen zu verlegen habe. Und wir sind hier an einem Teil der Montessori-Schule in Landau, wo es ganz viele verschiedene Arbeiten gibt. Und mich hat es eben für den Rollrasen erwischt, was bei der Sonne zugegebenermaßen etwas schweißtreibend ist. Mein Name ist Anik und ich arbeite in den zentralen Niederlanden. Wir haben diesen Bauwagen hier. Die haben wir gerade ganz sauber gemacht und jetzt ist das Streicheln angefangen. Ich heiße Monika Kaprenkova. Ich bin als Personalleiterin für die Region CZ und Slowakei beschäftigt. Mein Name ist Wolfgang Mandl. Ich bin der Landespersonalleiter von Österreich. Ich war in der Gruppe, die sich mit dem Büschelschneiden und dem Herrichten des Wasserlaufes beschäftigt hat. Mein Name ist Karl-Henrik Bodeberg. Ich bin bei Hornbach Schweden. Wir haben diese zwei Häuser gemalt. Wir sind fast 100 Mitarbeiter hier. Super prima, alle Kollegen kennenlernen. Mein Name ist Dirk Göllinger. Ich bin seit 14 Jahren bei Hornbach. Wir sollen heute jetzt die Kletterwand erneuern, alte Griffe wegschrauben, neue Griffe hinschrauben, neue Routen bauen für 8 bis 15 Jahre. Bin ich mal gespannt, ob es klappt und wie es dann wird am Ende. Heute ist ja der Freiwilligentag in der Metropolregion. Es gibt 292 Projekte in 65 Gemeinden oder Städten. Damit hatten sich über Internet 5.500 Freiwillige angemeldet. Gut, und das beeindruckendste Projekt, was ich bis jetzt gesehen habe, das ist hier an der Montessori-Schule von unseren Leuten. Ja, da bin ich sehr stolz. Es ist fantastisch, was hier gemacht wird. Man sieht den Leuten alle an, dass sie Spaß gehabt haben, aber auch, dass sie richtig geschafft haben. Und die Organisation natürlich. Diese Arbeitseinsätze müssen ganz genau vorgeplant und organisiert werden. Und das hat man hier ja bei Hornbach, naja, super gemacht. Und ist auch ein ganz großes Highlight. Respekt für unseren Leuten natürlich, ja, dass die sich so motivieren lassen für eine gemeinnützige Sache. Was jetzt meine persönliche Kompetenz in dieser Frage anbelangt, habe ich durchaus das Feedback bekommen, dass Luft nach oben ist. Das heißt, meine handwerklichen Fähigkeiten sind vielleicht noch nicht so optimal ausgeprägt, aber ich arbeite daran.